Ja, wir haben einen Bewohner zu viel. Aber gut, das kriegen wir schon hin. Jetzt fehlt uns wieder Holz und für das Haus fehlt uns auch Holz. Wir hacken einfach hier oben alles weg. Ach, ich muss immer wieder G drücken und vergesse das regelmäßig. Ja, die Heizreserven sind niedrig, es geht ja schon los. Die Sache wird schon angestoßen. Es könnte natürlich jetzt passieren, dass es jetzt dann schon zu spät ist, ne? Ja, es könnte jetzt schon zu spät sein. Weil das muss ja auch erst alles überall hin transportiert werden, der Kram. Es könnte durchaus sein, weil das ja auch jetzt bei Null stehen bleibt. Ist halt der Mangel an Holz, ist immer, der ist sehr fatal. Hat zwar erstmal wieder automatisch gespeichert, denn ich habe vergessen, G zu drücken. Wir können bestimmt jetzt handeln. Da würde ich gucken, was man verkaufen kann. So, was wäre denn gerade viel wert? Leder und Fisch. Fisch haben wir nicht so viel, brauchen wir vielleicht selber. Ich verkaufe einfach mal 150 Leder und 150 Steine. Ich kann nämlich 300 Einheiten verkaufen und dann bringt uns das 2600 und das ist eigentlich ganz nett. Und jetzt als nächstes würde ich irgendwie mal gucken, dass wir das mit dem Holz ein bisschen besser in den Griff kriegen. Oder kommen drei Einwanderer? Das machen wir mal hier hin. Wir haben drei Einwanderer. Das heißt, ich werde höchstwahrscheinlich mal noch zwei Häuser bauen. Aufgrund der Entscheidungen hier. Und dann brauchen wir noch irgendwo einen Förster, der dafür sorgt. Eigentlich kann ich noch einen Förster kaufen. Ein Förster, der kostet aber ganz schön viel, dieser Förster. Aber ich würde gerne noch einen hier so hinstellen irgendwie. Das machen wir mal hier neben. Der kann das wieder aufforsten. So, warte mal, hier hinten... Können wir, oh, das können wir gar nicht, schade. Aber hier, der Unterhalt sind 20, das Ding senkt das, das ist gut. So, wie sieht es mit der Medizin aus? Mit der Medizin sieht es schlecht aus, mit dem Weizen sieht es schlecht aus. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die den Weizen essen halt, ne? Man das irgendwo einstellen kann, weiß ich übrigens nicht. Dass sie den Weizen nicht essen dürfen. So, der kann alle Bäume pflanzen. Und der kann auch alle Bäume fällen. Man kann das verbessern, indem man da mehr Zeug hat. Aber ich habe nicht genug Werkzeuge. Was auch ein bisschen vielleicht am Holzmangel liegt. Oder am Transport. Das weiß ich gerade nicht. Wir könnten jetzt hier die Verbesserungen vornehmen mit den Arbeitsplätzen. Naja gut, jetzt hat sich das auch wieder erledigt. Ich würde jetzt gucken, dass wir vielleicht eine Möbelfabrik bauen. Habe ich das nicht schon sogar gebaut, das Teil? Ich weiß es gar nicht. Ich wollte. Aber ich habe eine Brauerei. Warum habe ich keine Möbelfabrik? Überspringen. 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 Eine Möbelwerkstatt, da. Das bestätigen wir jetzt. Ah, die macht auch wieder Zeug. Das ist ja... Das ist Käse, dass die Zeug macht. Dann stellen wir die vielleicht mal hier hinten hin. Ist zwar weit weg, aber... Ich sehe, wir brauchen ein bisschen mehr Wohnraum. Da bauen wir mal zwei Häuser. Würde ich sagen. Wenn wir uns das leisten können. Ich muss mit Handel 10.000 verdienen. Das ist ja kein Problem. Dann machen wir noch eine Runde. Was habe ich denn an Leder noch? Ich habe noch 900. Das ist super. Da verkaufen wir nochmal 150. Ich habe 600 Fisch, aber wenig Pilze. Warum habe ich so wenig Pilze? Handeln. So. Das habe ich auch geschafft. Super. Jetzt wäre es Zeit...
eine Schweinefarm. Was haben wir denn hier? Unternehmensgesetz. Handelsgebiet für jedes Typ Rathauskarte. Kloppen wir mal direkt da rein. Was macht das Arbeitsamt? Erlaubt die Verwaltung von Arbeitsprioritäten global. Da haben wir die Bierbrauerei, die wollt ihr auch aufstellen, aber die fressen mir den Weizen also weg. Das Statistikbüro, das macht was mit Statistiken. Das ist interessant. Braucht man das? Ist das wichtig? Ich würde es einfach mal da hinstellen, keine Ahnung. Ah, das ist auch schon fertig. Jetzt gibt es noch drei Einwanderer. Motivation. Mal gucken, ob wir hier irgendwas haben, wo wir das hinmachen können. Eine Eingabe ist erforderlich. Aha. Nicht genug Ressourcen. Ja, wir haben kein Holz. Das ist es einfach. Schlicht und ergreifend kein Holz. Wir kaufen jetzt das Land und holzen es komplett ab. Ich kann es einfach nicht ändern. Hier brauchen wir eine Brücke. Hier ist irgendwas Besonderes. Ja, das ist schön. Das ist ja, für Farming ist hier richtig gut. Siehst du hier am Dings, da können wir da nochmal ein paar Farmen hinstellen. Auf den kleinen Landstrich. Motivation. Moment. Das machen wir einfach hier rein. Dann ist das nämlich auch weg. Ich habe auch noch Universalkarten und die Schweinefarm haben wir auch noch. Die Schweinefarm. Das Ding stellen wir. Oh, muss innerhalb meines Gebiets platziert werden. Moment. Das geht hier hin. Keiner will eine Schweinefarm hinterm Haus, aber ich kann es jetzt nicht ändern. Wir bauen da jetzt einen Feldweg dran. Und zwar so. Jetzt sind sie wieder krank, weil die Kräuter alle sind. Ah, Bernhard starb an Altersschwäche. 5 Einwanderer. Ja. Ich bin hochzufrieden mit der Sache. Läuft wirklich toll. So, machen wir das mal hier hin. Ich weiß jetzt nicht, ziehen wir da runter. Hm, gut gemacht. Erstes Haus hat Stufe 2. Das dürfte an der Möbelfabrik liegen. Ja, hier ist jetzt die Motivation nicht mehr so groß, dass man hier wohnen will. Kann ich jetzt gerade nicht ändern. Wir könnten vielleicht noch eine zweite Werkzeugmanufaktur bauen. Würde ich fast sagen, dass man das macht. Baut der Förster? Ah, der baut da neue Bäume hin. Okay. Ah, okay. Und das sind hier Stufe 2 Häuser. Die haben jetzt auch nicht mehr Platz. Man kann jetzt noch eine Steinisolierung drum machen. Können wir machen. Weiß ich nicht. Bringt ein bisschen was wahrscheinlich. Und jetzt werden immer mehr. So, wir brauchen ein neues Lager. Und zwar machen wir das hier hin. Da muss ich jetzt mal gucken, was produzieren die denn? Schlachten bei voller Kapazität. Okay. Da wird Fleisch reinwandern oder irgend sowas, ne? Denke ich. Schweinefleisch wird da reinwandern. Gehe ich von aus. Würde ich jetzt behaupten. Das wird es wohl sein, was da reinwandert. So, wir haben noch ein bisschen Reserve für Häuser. Ich brauche auf jeden Fall mehr Werkzeug. Mal gucken, ob ich noch eine Werkzeugdings bauen kann. Steinwerkzeugfabrik. Ja, kann ich noch eine bauen. Eine Möbelwerkstatt Förster, Bierbrauerei, Handelsposten, den habe ich auch noch nicht. Eine Jagdhütte, einen Obstsammler, einen Köhler. Ich habe auch nicht so viel Kram von Fleisch. Wir machen auch nochmal eine zweite Jagdhütte. So eine Werkzeugfabrik. Mal gucken, ob ich die hier unten irgendwie hingestellt kriege. Nein, natürlich nicht. Kann ich ihn nicht hinstellen. Dann muss ich die tatsächlich, warte mal, das wird die nicht so zufrieden machen, aber das Wohngebiet lasse ich dann vielleicht auch wechseln. So, jetzt fehlen uns schon wieder Werkzeuge, wie man sehen kann. Unschwer. Die könnten wir jetzt einkaufen, das ist aber ziemlich teuer. Aber bevor die da jetzt also rumheulen, mache ich das. Das dauert ja sowieso auch eine Zeit, bis die hier sind. Ich mache es trotzdem. Sicher, sicher. An Steinen liegt es ja nicht, ne? Einfach vielleicht ein bisschen zu wenig. Wir können im Technologiebaum noch nichts weitermachen, weil wir mehr Häuser brauchen, die sich entwickeln. So, wir haben keine Medizin, das ist ein Problem. Einwanderer. Oh, jetzt haben wir wieder Obdachlose.
Das ist zum Heulen. Und wir haben keine Werkzeuge. Das ist technisch gesehen nicht ganz so klug. Wir stellen das mal so hier hin. Machen wir mal so 3-4 Häuschen noch. Hier ist unsere Schweinefarm. Die macht super was mit Schweinen. Hier können wir noch mal ein bisschen Holz hacken gehen. Und hier oben können wir auch ein bisschen Holz hacken gehen. Das ist leicht katastrophal. Und wir haben auch nur noch ein bisschen Nahrung. Das ist auch toll. Ach du Heiland, deine Sterne. Ich würde jetzt mal eins machen. Und zwar würde ich hier ein Lager hinbauen. Das machen wir so groß. Das verwalten wir oder verbieten wir alles. Da darf nur Nahrung rein. So, da darf nur Nahrung rein. Naja, ich weiß, das mit den medizinischen Sachen ist ein Problem. Wir können ein paar Steine verkaufen. Und wir können ein bisschen Leder verkaufen. Das bringt Geld. Jetzt haben wir keine Nahrung mehr. Warum haben wir jetzt keine Nahrung mehr, Alter? Ja gut, wir sind natürlich auch stetig gewachsen und ich habe meine Nahrungsproduktion nicht zwingend erweitert. Ne? Das ist, ich würde sagen, technisch ein bisschen dumm. Ja, wir beanspruchen das. Wir bauen eine Brücke und zwar von hier nach da. Wir werden hier drüben hier direkt an Rand Felder machen für Weizen. Und wir werden eine Jagdhütte bauen. Und zwar stellen wir die hier hin. Oh, das war nicht so clever. Muss ich festhalten. Die machen wir auch wieder weg, ja. Wir brauchen eine Jagdhütte und zwar... Oh, warte. X. Ja, das möchte ich abreißen. Jagdhütte muss so dahin. Jetzt fangen die an und verhungern. Es wird immer besser. Es wird immer besser. Oh. Bedürfnisse. Nee, warte mal, ja doch. Fisch, wir kaufen 300 Fisch, geht das? Kann ich 300 Fisch kaufen? Nein, 300 Fisch kann ich nicht kaufen, aber ich kann ziemlich viel Fisch kaufen. Dann machen wir das. Und hoffen, dass das lang genug, schnell genug geht. Ja, ich denke, wir werden, es wird jetzt so sein. Ich habe da nicht so aufgepasst. Ich habe immer gesagt, macht es alle rein. Jetzt verhungern uns die Seppels alle nach und nach. Sterben wie die Fliegen. Ich habe jetzt erlaubt, dass sie sich gegenseitig essen dürfen. Ich habe die Befürchtung, sie werden sich nicht gegenseitig essen. Naja, jetzt ist... Nein, die Nahrungsreserven sind nach wie vor niedrig. Es dauert noch einen Moment, bis unsere Lieferung kommt. Ja, Stadt verlassen, weil ich verhungere. Hm. Olaf verhungert. Verhungert, ausgezogen. Die verhungern alle. Verhungern. Nein, ich möchte gerne keine Einwanderer gerade. Jetzt ist unsere Nahrung angekommen. Gut, die Nahrungsreserve ist erstmal gesichert für den Moment. Ja, das Startgebiet war ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Das ist auch eine dumme Ausrede für dein eigenes Versagen. Da ist das Lager zu weit entfernt. Okay, das bedeutet, wir müssen für den Weizen, können wir vielleicht das Lager noch erlauben? Vielleicht geht das. Nein, das ist auch noch zu weit entfernt.
Gut, dann brauchst du das nicht. Dann machen wir... Ich weiß nicht, es klingelt als die Nahrungsreserven. Die haben schon wieder alle so viel fressen. Ach du Scheiße. So, wir machen hier ein Lager nur für Weizen hin. Alles verbieten, Weizen. So. Musst du Weizen hinmachen. Boah, warum dauert das denn? Mehr Werkzeuge werden auch benötigt. Ja, weiß nicht, warum ihr da nichts macht. Hier unten. Mach mal nachhaltig. Beim Tod, Fleischfallen, das müssen wir bestimmt hier. Müssen wir bestimmt hier einsortieren, den Mist. Deine Zufriedenheit ist niedrig. Ja, ja, unter. Leidet die Arbeitsgeschwindigkeit. Ich wüsste jetzt gerade nicht. Warte mal, hab ich noch. Ich könnte noch was mit Fischen machen. Wir kaufen noch was für Fische. Brechen dann nochmal ab. Wenn ich die Fischerhütte hier so hinstelle, hat die eine niedrige Effizienz von 82. Das ist nix. Das Teil gehört nicht mir. Wenn ich sie hier hinstelle, dann ist das Feld im Weg. Da hätte sie aber 100%. Kann ich das hier so... Naja, dann hat sie immer ein 82. Ich meine, es könnte auch schlimmer sein. Ne? Was ist denn jetzt hier... Oh, ich habe kein Werkzeug. Ja. Wir haben kein Werkzeug. Wir haben kein Holz. Die Nahrung geht uns aus. Ich habe die Vermutung, wir beenden das Ganze hier für den Moment und freuen uns drüber, dass wir es wahrscheinlich beim nächsten Mal, sollte ich es nochmal spielen, neu machen dürfen. Also, ich wünsche euch viel Spaß oder nein, anders. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken. Auch wenn es nicht so erfolgreich sein wird, was hier gerade passiert. Jetzt sterben die schon wieder an Altersschwäche. Meine Güte, das sind auch Schabracken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und Kleiner, ich hoffe, du hattest auch Spaß. Haut rein. Bis denn.